Willkommen zurück zu Alex, der letzten Folge für heute. Wir sind bei Folge 27. Wir versuchen gerade noch, welche Maschinenteile zu finden, aber irgendwie ahne ich, dass die irgendwo draußen liegen. Weil hier drinnen sieht es doch recht leer aus. Sei wir ertrinken. Na komm, was soll's, ich hab ja noch eine Fackel. Wir können auch noch eine verwenden. Des Duras. Na gut, einen Machtfäller haben wir hier noch. Ansonsten. Nö. Na gut. Jo, Mutanten. Tja. Das war das. Das haben wir. Gab es hier nicht sogar noch einen Bereich, der wo es neu gestrahlt hat? Wie viele Wachen hatten die bitte schon, das Gelände hier zu bewachen? Da brauchst du schon irgendwie so ein bisschen Personal, um die Bude hier ordentlich unter Kontrolle zu halten. Das kann ich mir nicht so leicht vorstellen. Das ist die Viecher da unten, müsste ich jetzt langsam zugehen. Das ist halt echt nicht so gut. Da kann ich echt nicht von außen hochfliegen. Ich würde fast behaupten, ich hätte es irgendwie geschafft, von außen hoch zu fliegen. Oder hätten die gerade Elixir? Das kann schon passieren. Das wird ja wohl kaum bewacht sein, ein guter Becher, jawohl. Mana-Trank, Brause, Drüse. Drüse? Okay. Aber wo war denn hier eine Strahlenzone, oder nicht? Vielleicht, ob wir auf jeden Fall vielleicht nach Julia zurückgehen und leveln. Jetzt da unten war der Roboter. Bewacht der eigentlich irgendwas? Da steht der einfach nur. Der steht direkt unter dieser Düse da, als wäre der wieder runtergefallen. Als wäre irgendwie abgesetzt worden. Na, du, was macht das schon? Das ist nochmal eine Treppe. Kommt da her. Wenn ich da rumlaufe, hätte ich ja ein Schwert in der Hand, keine Fackel. Ich bin der Meinung, dass es tatsächlich leichter ist, ohne Schwert rumzurennen. Weil wenn du das dumme Schwert nämlich in der Hand hast, aggrost du halt. Ach, hier, guck mal. So gut, also die Straße ist alt und die Gebäude ist relativ neu. Weil du aggrost halt alle Gegner mal damit. Die aggrost nicht, aber du fokust die halt. Und dann verdreht sich die Kamera und dann hast du hier. Dort steht noch so ein scheiß Kampfroboter. Los geht's! Wie genau haben die Dings hier eigentlich gewonnen, die Berserker, wenn die Hälfte der Kampfroboter noch steht? Von denen sind die auch mutiert, die komischen Wühler? Mir fällt gerade so auf, dass die Special-Attacke von dem Schild macht zwar, dass die Viecher umgestoßen werden, aber den eigentlichen Schaden macht tatsächlich mein Schwert. Muss ich erst nach den Kombos. Ja, so stolz, ich habe einen Wühler erschlagen. Ein Rochenmolch? Ich sehe halt nicht so richtig, dass wir einen viel Schaden machen. Du warst gerade runtergeflogen. Wird der jetzt ungern runterfallen, weil da unten steht halt der Roboter. Wenn der aufwacht, wäre das sehr ärgerlich. Stopp, Rottenmulch! Oh, der hat sogar das hier Erfahrungspunkte gebracht. Das ist schon gar nicht so schlecht. Wenn ich richtig mache, gibt es mehr Schaden. Ach so, so mache ich also mein Damage. Ich mache Kombos richtig. Gut, dass ich eigentlich nur Klickspam betreibe. Fliegen, fliegen. Sieht jemand Elektroschrott? Da hinten ist noch so eine komische Treppe. Da habe ich schon vor einer halben Stunde gesagt, dass ich nach Julia zurück möchte. Das ist jetzt in der Richtung relativ wenig passiert. Hier sollten wir besser wachsam sein. Ja, danke. Das sieht so aus, als würden die hier Bohrung betreiben. Oh, das war ein reines Elixir. Oh, was ist eigentlich der Unterschied zwischen. Also, reines Elix, so. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Elix und reinen Elix?
Hey, es macht Krieg der Weltengerüche. Na gut, egal. Wir sind... Ich denke mal, wir haben unser Glück genug strapaziert. Keine Ahnung, wie das Zeug dann sein könnte. Wir gehen jetzt erstmal nach Dingsbums zurück hier. Goliath. Ich könnte nochmal einen Skilltrank trinken, obwohl andererseits. Nee. Oder ich könnte du was zur Rede stellen. Das könnte auch lustig werden. Aber erstmal rede ich hier mit. Mit Dings. Vielleicht kann ich noch was Persönlichkeitszeug leveln. Teilchen wäre nicht am besten, wenn ich das nochmal leveln könnte. Das kostet bestimmt 1000 Gold und ich brauche dafür noch viel mehr Fähigkeitspunkte. Guten Tag, wie auch immer du hieß, Sinder. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Schön, dass du immer so bereitwillig sagst, dass die Blutpfunde brauche ich nicht, oder? Bzw. würde ich schon gerne machen, komme ich bloß nicht hin. Erfahrener Jäger. Erfahrung für die Tüte Feinde. Das soll nicht so viel sein, habe ich gehört. Feilschen. Für Feilschen brauche ich noch 40 Punkte, das ist nicht viel. Das ist auch mal easy hin. Gruppe hier. Ach, Gruppe habe ich schon gelevelt. Advokat habe ich. Die Freund, schwache Krieger. Ja, die bringen mir alle nichts, ne? Kommt jetzt ein Erfolg mit jedem Levelaufstieg. Das wiederum wäre ziemlich cool, aber da müsste ich ja die Intelligenz für leveln. Also ehrlich, das Rohstoff. Was? Ach, der Link. Rohstoff. Naja. Ah, Attributpunkte. Ja, gut, da kommst du schnell auch nicht hin. Schade, ich hätte es eigentlich gerne geschafft, dass ich irgendwie noch das nächste. Warte mal. Zwei? Immer dieser Technikkram. Ja, Maul. Ich bin Level 10. Ach, das ist ja schön. Bring mir etwas bei. Natürlich. Also, ja, ich kann also 20 Punkte verteilen. Das heißt, ich könnte jetzt Bücherwurm leveln. Wenn ich wollte, aber will ich das wirklich? An Falschen komme ich noch nicht ran. Dafür fehlen mir 20 Punkte. Überlebenstheorie? Was auch immer mein Überlebenswert ist, ne? Ich meine, ich könnte das leveln, müsste jetzt Konstitution und Intelligenz leveln, aber was bringt das? Mit einem Kampfwert. Kann mir irgendjemand erklären, was zur Hölle der Kampfwert ist? Oder der Überlebenswert? Oder von mir ist auch der Handwerkswert? Ist das irgendwas Greifbares? Mit einem Persönlichkeitswert. Ein Persönlichkeitswert klingt ja irgendwie interessant, aber. Oder erhöht das wirklich nur mein Persönlichkeitslevel? Oder kann ich damit tatsächlich noch was machen? Was bringt der Persönlichkeitswert? Da könnte ich jetzt hinkommen. Gerissene Intelligenz kann ich locker leveln. Tja. Warte, ich glaube, ich packe lieber 50 Punkte Intelligenz. Es gibt hier Gesprächsoptionen. Ich packe jetzt einfach 20 Punkte Intelligenz. Das wollte ich sowieso machen. Dann kann ich hier Attribut leveln. Dann müsste ich eigentlich. Bin ich gespannt, ob ich da zusätzliche Punkte kriege oder. Das ist schon voll die Verschwendung. Aber egal. Bis. Hatte ich nicht gerade 20 Punkte? Ach so, Diminishing Returns. Ab Level 30 braucht man doppelt so viele. Ja, das ist natürlich schlecht. Ja, dann kommen wir aber nicht auf 30 Intelligenz. Schade. Denn müssen wir mal kurz gucken. Hier immer dieser Technikkram. Maul. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch was anderes Sinnvolles leveln können. Das ist, ab 65, 5? Och. Ich könnte Schlösser knacken 3 leveln. Also beziehungsweise eigentlich Schlösser knacken 2, aber ich habe ja durch die. Das könnte mir sowas noch bringen. Ich sollte diesen dummen Turm zurückfliegen oder vielleicht nicht so schlecht. Die drin brechen nicht mehr ab. Da kommen wir so schnell nicht hin. Klauen. Klauen ist bestimmt einträglich. Ja, Handwerk zu leveln wäre halt echt verlockend, ne? Weil ich könnte auf jeden Fall Sockel einsetzen, kann ich leveln. Chemie, na gut, Chemie kann ich schon, hacken kann ich schon. Bergbau wäre, glaube ich, genau das. Ich glaube, ich level lieber Bergbau, dann kann ich mich. Dann level ich mich so stärke. Das nennt man den. Immer dieser Technikram. Yeah. So, ich level mal erstmal Stärke, weil ich glaube, dadurch kann ich auch eine bessere Waffe tragen. Vielleicht. Mal gucken, werden wir sich sehen. Ich glaube, Walrik war der Handwerksmannlehrer. Ich hätte ja erstmal Stärke leveln, ist das ja. Gemacht haben wir es denn ja schon mal. So, dann haben wir 30 Stärke. Grüß dich, Alrik. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. Der ist Handwerkslehrer, jawohl. So, dann können wir jetzt Bergbau leveln. So, dann können wir rausfliegen zum Bergbau, ne?
Gut. Dann haben wir das schon mal. Dann Technik. Gehen wir nochmal kurz zum Sandy Pines. Oder nee, dann gehen wir nochmal kurz zum Lager der Mitte. Es geht, mir fällt gerade auf, dass die Technik. Ja, ich muss auch sagen, mir ist die Technik relativ im Herzen gewesen. Dann gehen wir jetzt mal kurz zu Jones. Joins, wie auch immer er heißt. Wir können bei denen auf jeden Fall stolz berichten, dass wir jetzt einen weiteren Follower haben. An die Eckart war das. Ah ja, Falk. Falk, ein sehr guter Kleriker-Scout unterstützt mich. Ein sehr guter. Interessant. Ich dachte immer, die Jungs aus dem Vulkanland kennen nur ihren Glauben. Okay, ich würde sagen, das sind erst einmal genug Gefährten, um unser Lager zu sichern. Ich hätte die Auswahl meiner Kampfgefährten zwar anders gestaltet, aber egal, damit kann ich arbeiten. Ich hoffe, dass sie auch halten, was sie versprechen, wenn der nächste Angriff ins Haus steht. Mach ruhig weiter so. Wir haben zwar schon erst einmal genug, aber wenn du noch mehr gute Kämpfer hast, immer her damit. Je mehr, desto besser. Ah ja. Dann haben wir schon mal freie XP abgegriffen. Das hat ja nichts gekostet. Jetzt können wir du. Das hat jetzt ohne Dixer noch was haben zu sagen. Was? Ach, jetzt kann ich hier noch welche Fragen stellen. Das ist ja schön. Dein Lagermeister Eckert ist ein harter Hund. Ja, das ist er. Aber ich bin froh, dass er da ist. Ohne seine Qualitäten als Kampfstratege wären wir schon so manches Mal von angreifenden Mutantenhorden überrannt worden. Er ist zwar etwas ruppig, aber ich denke, er weiß es zu schätzen, dass du ihn unterstützen willst. Sehr gut. Aber das war noch nicht alles, nicht wahr? Ja, hier, ich konnte Eckart helfen. Ich konnte Eckart bei der Sicherung des Lagers helfen. Sehr gut. Ich hörte schon von deinen Gefährten. Echt? Seltsame Auswahl, die du da getroffen hast. Naja, irgendwie passen sie zu dem restlichen Haufen hier. Mhm. Da ist noch etwas, richtig? Euer Mechaniker Harley scheint ein Experte auf seinem Gebiet zu sein. Ja, richtig. Ich hörte, dass du ihm etwas richtig Großes in Aussicht gestellt hast. Allein darum hast du bei ihm schon ein Stein im Brett, denke ich. Gut gemacht. Noch etwas? Ja. Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten. Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Hier hast du den Schlüssel. Gut gemacht. Noch etwas? Ja. Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. Mhm. Also, immerhin, die haben vor allem alle diesen komischen Riesenschaub. Ach, daher können wir was bei. Bring mir etwas bei. Sicher! Was? Komplett andere Stimme? Ach, guck mal, er kann auch Persönlichkeit lernen, aber leider irgendwie nichts Sinnvolles, oder? Ich meine. Ja, ich würde ja gerne hier Persönlichkeitstheorie. Ne, Quatsch, nicht Persönlichkeitstheorie. Ich würde ja gerne hier Attribut leveln, aber. Ich komme halt beim besten Willen nicht auf 50 Intelligenz. Ja, das ist eigentlich sehr schade. Und das hier ist halt, glaube ich, noch weniger ein erfahrener Jäger. Na gut. Achso, Jonesy ist Kampflehrer und. Warte mal, kann ich ja bei Jonesy, kann ich da vielleicht noch irgendwie Rüstung lernen, so ein Spaß, oder? Oder die hier Ausdauer? Ne, Ausdauer wahrscheinlich nicht. Jonesy war auch jetzt gebunden, ne? Ja. Das wäre ja schief gegangen. Ich habe mir gedacht, das geht hier nicht ganz so tief. Schon hast du die eigene Bude? Ja, ist gut, ne? Wo ist denn Jonesy? Da oben irgendwo. Ich wollte eigentlich. Ich wollte einmal noch Duras, der die Justiz überführen, um einen neuen Begleiter mitzunehmen. Ach, hier ist er mit seinen leuchtenden Dings. Leute wie dich können wir hier gut gebrauchen, Mann. Das ist geiler Scheiß, Mann. Da fühle ich mich gleich schon viel sicherer.
Bring mir etwas bei. Natürlich. Nahkampfwaffen. Das sollte ich vielleicht mal leveln, oder? Das erscheint mir irgendwie ganz sinnig zu sein. Ich würde ja gerne Fernkampfwaffen leveln, aber bis jetzt kam es halt einfach nicht auf. Paradestärke, die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe. Jetpack-Angriff. Das ist also verlockend hier. Maschinenkern oder was? Oh. Oder Angriffsstärke, die Wucht deiner. Was ist der Unterschied zu. Achso, die Wucht ist wahrscheinlich, dass ich die Leute umwerfen kann, oder? Naja, gut. Denn Nahkampfwaffen, oder? Ich meine, das was ich die meiste Zeit benutze. So, haben wir das. Dieses Level könnte ich nur Angriffsstärke leveln, wenn ich noch einen Lernpunkt hätte. Den habe ich aber leider nicht ohne eine Werkzeugbank. Eine Werkzeugbank kann ich leider gerade aktuell nicht kaufen, das heißt, wir müssen wieder zurück. Nach Goliath, aber ich glaube, ich habe nicht genug Lexit dafür. Schmiede? Schmiede. Nee, nicht Schmiede. Schmiede? Nee, nicht Schmiede. Da. Hotelruine Goliath, da habe ich hin. So, mal gucken, ob ich nicht vielleicht. Das Schnellreisesystem macht. Ergibt langsam ein wenig Sinn, jetzt nachdem ich irgendwie 20 Punkte habe. So, kann ich denn hier. Kann ich damit was machen? Nee, ausschlachten. Nanabau können wir auch leveln. Was ist noch mehr? Handbogen oder Zerbogen? Reitschwert kann ich eigentlich Sachen verbessern? Ich könnte das Schwert aufrüsten, aber dann kann ich es nicht mehr tragen. Ich habe nämlich 36 Stärke und 36 Geschicklichkeit. Doppelansätze bringt mir auch nichts. Egal, Tränke. So, warte mal. Reiche bringt einen Lernpunkt. Wir brauchen einen starken Alex-Trank. Ich habe bereits einen normalen Alex-Trank. Ich habe 8 reines Alex. Das macht leider wieder Kälte. Also ein Alex-Trank. Ich habe einen kleinen Alex-Trank. Ich habe genug Alex dafür. Das heißt, ich kann das machen. Nein, ich will nur einen herstellen, sonst kann ich das nicht leisten. Das heißt, wir können einen herstellen. Und jetzt kann ich einen großen Alex-Trank herstellen. Ein. So, haben wir das. So, dann. Kann ich meine Kälte in Juvo als Zahlenwert sehen? Falk? Achso, Falk ist gerade auf dem Weg nach unten. Der wird wahrscheinlich eine Weile brauchen, bis er da ist. Dann wieder zurück zum Lager der Mitte. Wobei, eigentlich muss ich gar nicht. Egal, wir reisen jetzt zum Lager der Mitte. Da ist der Kampflehrer, wisst ihr dann hier. Muss ich nicht so weit laufen. Hä? Was macht ein Axis jetzt hier? Oh. Statusbericht. Keine nennenswerten Verletzungen. Interessant zu sehen, was der Elex-Entzug aus dir gemacht hat. Ich rate dir dringend, daran schnellstens etwas zu ändern. Magst du das nicht? Na mein. Jetzt ist hier wieder ein Siedler. Das hier NPC so meiner Meinung sind, die müssten rumwandern. Jetzt ist der da hinten irgendwo, oder? Was ist denn hier? Hier. Davon? Nee. Hier ist Falk. Falk würde ich gerne mitnehmen. Wo ist denn jetzt Jones hier hin? Falk, Doas, Lloyd. Was? Lloyd? Hä? Jonesy? Jonesy. Also er steht quasi direkt vor mir. Was ist das? Oh, das ist der Mechaniker, ne? Harley. Imposant. Hä? Jetzt haben wir nicht vorbeigelaufen. Ach, der fegt hier, das ist nicht sein Ernst. Na gut, dann hauen wir uns mal so ein bisschen Trank rein. Ein Lärmpunkt. Jawohl, so, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. So, und jetzt können wir Angriffsstärke noch leveln. Ist das sinnvoll? Wuchtschlag? Ja, das wollte ich geschickt. Wuchtschlag, den Schaden deiner Spezialattacke im Nahkampf jeder Stufe. Spezialattacke ist das Ding. Oder mehr strauchen lassen. Jetpack-Angriff? Ja, da brauche ich einfach zu viel. Angriffsstärke, das klingt gut. Die Wucht deiner Schläge mit jeder Stufe, ja, das klingt gut. So. Bin ich jetzt wieder blasser als vorher? Sehe ich das hier irgendwo? Meine Rang? Kälte neutral. Okay, gut, das ist. Ich habe gerade nicht geguckt, was ich vorher hatte. Ob ich vorher irgendwie bei. Ja. Start. Ah, jetzt macht er keinen Kommentar mehr zu meiner Kälte. Na gut, okay, so wieder dazu. Jut. Denn.
Wollte ich ja eigentlich jetzt mal Duras vorführen, ne? Babababababab. Outlaw Way, Final Hunter Splitter. Babab, Köpfe müssen rollen. Alles muss aus. Bisher ein Steuermodell, das kann ich noch nicht machen. Ethan, Spur ist verschwunden. Wir haben Miss Storms, ein besonderes Stück. Okay, Ragnar hat eine besondere Fee. Ich könnte nachts versuchen einzusetzen. Ich habe übrigens noch 8 Alex. Aber ich habe, glaube ich, 400 Zigaretten bei, also kein Problem. So, Kaldrim, das kriege ich nicht hin. Der wird mir, dass ich Maschinentest. Achso, das. Achso, den komischen Berserker. So, das können wir auch noch machen. Aber erstmal. Torge, er wird Nachschub holen. Ach, habe ich das noch gar nicht gemacht? Ich dachte, das hätte ich schon lange getan. Okay, dann machen wir das erstmal als erstes. Ich dachte, ich hätte schon lange überzeugt. Ich hatte doch jetzt überzeugen 3, oder nicht? Ich dachte, ich habe Rock schon lange überzeugt, hier mitzuarbeiten. Ups. Dann machen wir das mal als erstes. Das ist wahrscheinlich am einfachsten von allen Sachen. Nee, siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ja, sehe ich. Aber wo ist denn hier der... Wahrscheinlich der grüne Punkt, mich mal an, oder? Knecht? Bauer? Nee, hm. Aber muss ich runterlaufen zu Torgal, die nochmal extra explizit fragen. Nasty? Ich habe keine Ahnung, wer Nasty ist, insofern. Es hört sich an wie ein Outlaw. Ich laufe gerade wieder mit erheblicher Sicherheit mit dem Gegner rein. Das sind vor allem jetzt viele, ne? Ich hätte Torga seine Quest schon abgeschlossen. Oder gehen die irgendwie verloren? Komisch. Ja, hallo Torga. Ja. Rock arbeitet wieder für dich. Die Zeit, die uns wegen seinem Ausbleiben verloren ging, wird nur durch jede Menge Schweiß wettzumachen sein. Aber mein Fuß ist groß genug, ihm diesen abzuverlangen. Hier, für deinen Einsatz. 123 Splitter, na toll, das ist ja ein wahnsinniges Geld. So, die Macht der Mitte. Vielleicht soll ich mal, ach, das Quartier anzugucken, hätte mir auch XP gebracht, egal. Ich habe gar keine Quest mehr für Dings, ne? Okay, ich quicksave mal, ob ich das direkt hier machen kann. Ragnar erwartet eine Antwort. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was wirst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Das Urteil? Was? Der Kandidat ist nur reines Alex? Hervorragend. Dass ich süchtig macht. Okay. Wir sollten mal wieder speichern, glaube ich. Spiel schon eins. Vor allem Duras vererbt mich dafür, dass ich die Quest da gemacht habe. Bin ich jetzt eigentlich mit Level 11? Nicht ganz. So, Raggi. Wir haben noch was zu bequatschen. Ich habe zwei Sachen bei Raggi. Ich muss dein Schwert klauen und mit ihm reden. Wir müssen reden. Meine Zeit ist knapp. Worum geht es? Ach, die andere Quest noch. Einer meiner Männer sollte sich um eine Streitigkeit zwischen dem Eisen- und dem Hammer-Clan kümmern. Und? Er hat herausgefunden, dass der Eisenclan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde angewiesen, niemanden vom Hammerclan mehr zu bewirten. Wenn wir als Berserker überleben wollen, dann müssen wir alle zusammenhalten. Ein solches Verhalten kann ich nicht dulden. Ich werde Angrim einige seiner Zusprüche kürzen. Auch wenn wir als Warlords gleichgestellt sind, so kann er nicht tun und lassen, was er will. Und du solltest aufpassen, dass Angrim niemals rauskriegt, wer dein Mann war, der das rausgefunden hat. Ich werde vorsichtig sein. War's das? Ja.
Ah ja. Guten Tag, Raggi. Ja. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Tja, Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Ist doch überhaupt. Duras selbst ist der Mörder. Verräter, wie kannst du es wagen, mich? Schweig, ich will wissen, was er vorzutragen hat. Kannst du diese schwere Anschuldigung auch beweisen? Du hast Duras erst kürzlich zum Krieger befördert. Doch er kann noch nicht einmal lesen. Askor ist ihm auf die Schliche gekommen. Da hat er ihn aus dem Weg geräumt. Was sagst du da? Da! Wie konnte ich nur so blind sein? Und ich selbst habe mich schon gefragt, warum er so lange braucht, um den Mörder zu finden. Gut, ich werde der Sache nachgehen. Wenn etwas dran ist an der Geschichte, dann werde ich es sicher bald herausfinden. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. 1000 Splitter, Ende? Ich hätte dich oben in den Bergen verrecken lassen sollen, du Verräter! Mag sein, aber dafür ist es jetzt zu spät. Nur zu, ich habe nichts mehr zu verlieren. Lass mich nur mal... Wie, die Wachen machen nichts? Duras verlässt die Gruppe übrigens. Ich finde übrigens klasse, dass seine Kameraden hier... Na gut, dafür sind wir auf jeden Fall noch zu schwach, würde ich sagen. Naja, gut. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt einen Mörder in der Gruppe haben möchte. Du hast einen Mörder? Was ist der? Der hat kaltblütig einen anderen Berserker umgebracht, der... ein Mitglied des Stammes, der großes Potenzial hatte. Askor war auf jeden Fall ein dreimal besserer Mann als Duras. Alle haben gesagt, das war so ein guter Kerl. Und Duras hat ihn kaltblütig umgebracht. Dass der Eisenclan seine Männer gegen meinen Clan aufhetzt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was genau ist vorgefallen? Der Wirt Oran wurde... Egal jetzt. Die Spur ist kalt. Der Mörder ist schon über alle Berge. Welchen Beweis hast du dafür? Ich habe mit all deinen Verdächtigen gesprochen. Es kann keiner von ihnen gewesen sein. Verdammt, ich habe schon so etwas geahnt. Und weiter? Askor stand sehr in deiner Gunst. Jemand wollte dir offenbar schaden. An dich heranzukommen ist nicht so leicht. Da haben sie sich an deinem Schützling vergriffen. Möglicherweise war es einer der Verbannten. Vor 3 Monaten gab es viele Unruhen in der Stadt. Es war eine wahre Flut an Verbannungen, die ich aussprechen musste. Am Ende ist es meine Unachtsamkeit, die zu Askors Tod führte. Ich verdammter Narr. Ich hätte es wissen müssen. Nun, ich werde die Sache ruhen lassen. Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. In einer stillen Stunde werde ich Duras fragen müssen, warum er den Fall nicht aufgeklärt bekommen hat. Tja, schönen Tag noch. So, wenn Duras? Als Berserk... dann bist du mutiger, als ich bisher angenommen hatte. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Ein tapferer Krieger. Das ist es, was du für mich bist. Wir werden sehen. Ich könnte jetzt dein Schwert gebrauchen. Okay, ich bin dabei. Also gut, dann los. Na gut, was? Wie steht es um deine Kampfkraft? Weiter so, dann werden wir siegreich sein. So, du rastfeuer ab ich schon mal, das ist ja schon mal gut. Schön. So, dann haben wir seine Quest abgeschlossen, dann können wir noch genauso zu Hause liegen lassen. Ich meine, er erfüllt ja keinen Sinn mehr, ne? Der ist ja quasi durch. Judy, dann haben wir das. Dann gehen wir mal zurück zum Lager der Dingsbums und der Lager der Mitte und nehmen Falk mit, würde ich sagen.
Weil Falk klingt ehrlich gesagt deutlich interessanter und ich kann seine, die andere Quest halt erstmal noch nicht machen. Du hast das, Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Okay. Der sagt das vor allen Dingen so, ich brauche dich nicht mehr, geh ins Lager. Er sagt das auf jeden Fall mit einem Höhepunkt an Höflichkeit, muss ich ja sagen. So, hier, Falk, mitkommen. Mitkommen. Natürlich. Also ein bisschen freundlicher könnte Jack selbst nicht sein, ne? Bin ich immer noch nicht, das Lebensspanne Variable? Achso, die Fähigkeit. Neutral, okay, gut. Ich bin immer noch kein Neutral. Na gut. Aber ich bin leider kein Level gelevelt dadurch, dass das... Also es hat entweder XP oder Geld anscheinend. Nichts ist heutzutage mehr sicher. Nun gut, wie dem auch sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao.